Frau Fischer, als Kind erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Also meine Eltern waren Schweizer und die sind ausgewandert nach Südafrika und bekamen Kinder. Und mit 6 Jahren hatten wir Besuch aus der Schweiz, ein Freund meines Vaters. Der nahm sehr schwere Medikamente zu sich. Diese Medikamente, die sahen aus wie Smarties und hatten so einen Zuckerguss. Und als meine Eltern mit ihren Freunden im Garten spazieren waren, habe ich die natürlich alle gegessen. Sie kamen wieder zurück nach ihrem Spaziergang und ich lag natürlich auf dem Boden und war ohnmächtig. Mein Vater realisierte sofort, dass jetzt wir sofort ins nächste Spital fahren müssen. Da wir natürlich weit weg waren, mussten wir 2 Stunden fahren. Und als wir im Spital ankamen, die Ärzte realisierten sofort, dass es um Leben und Tod ging und haben sofort reagiert. Sie haben mir den Magen ausgepumpt mit Schläuchen. Was für mich schlimm war als Kind, niemand redete mit mir. Sie haben alle Masken angehabt, ich habe nur die Lampe gesehen und sie haben einfach an mir rumgerissen und Sachen in mich reingesteckt und ich fand das ganz schrecklich. Dabei merkten sie aber, dass das Gift schon im Blut ist. Das heißt, sie mussten mir sogar mein Blut austauschen. Es war so schlimm für mich. Ich hatte das Gefühl, ich bin in einem Körper gefangen und man nimmt mich überhaupt nicht wahr und ernst und alles tut einfach nur weh. Und ich kam in ein Gefühl, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss da raus. Und dann gab es einen Ruck. Dieser Ruck war, also Ruck, ich war wie befreit, also ich war wie aus dem Körper raus und auf einmal sah ich meinen Körper von oben. Ich sah, wie die Ärzte an mir rumrissen und machten und ich sah mich dort liegen, ja. Ich drehte mich um, weil es war ein Gefühl von Wärme um mich herum und Licht, also wunderschön. So etwas habe ich nie mehr erlebt. Ich drehte mich um und da sah ich ein Lichtwesen. Also man könnte auch sagen Engel, aber nicht mit Flügeln, sondern einfach aus Licht eine Gestalt. Die versuchte mich zu beruhigen und diese Liebe, die sie ausstrahlte, also ich fühlte mich so geborgen und so beschützt. Ich sah aber noch mehrere Wesen um ihn herum, es waren 4. Und alle versuchten auf mich, also mich zu beruhigen und sagten zu mir, es wird alles wieder gut, du musst dir keine Sorgen machen. Wir werden jetzt auf dich aufpassen, solange du jetzt hier bist und nachher musst du wieder zurück. Wie haben Sie diese Wesen wahrgenommen? Es war, ich habe sie gefühlt, ich habe sie in mir, in meinem Körper habe ich sie gespürt. Es waren unglaubliche Gefühle, also diese Liebe zum Beispiel, die war so stark, also und auch das Licht, das ich sah, also es hat mich sehr, sehr tief berührt. Und durch das, dass ich mich dort so wohl gefühlt habe, habe ich zu ihnen gesagt, nein, ich will nicht mehr zurück. Also Sie haben diese Gestalten als Lichtwesen wahrgenommen und sie gehört, wie sie zu ihnen sprachen. Ja. Ich sagte dann zu ihnen, nein, ich möchte mit euch gehen, ich möchte nicht mehr zurück. Und sie meinten, nein, das ginge nicht. Ich müsse wieder zurück, meine Zeit sei noch nicht vorbei. Ich müsse wieder zurück in meinen Körper. Das sei wichtig für meine Lebensaufgabe. Ich habe ich richtig mit ihnen gestritten und gefunden, nein, ich möchte nicht mehr zurück. Mir gefällt es so gut bei euch, ich fühle mich so wohl. Aber sie meinten, nein, das sei nicht möglich. Wie kamen Sie wieder in Ihren Körper zurück? Sie machten mir großen Mut und sprachen mir zu. Und dann gab es wieder so wie einen Sog, wieder dieser Ruck und so einen Sog. Und ich war wieder in meinem Körper. Und dieses Dazwischen, also von vorher im Licht sein und in der Liebe und wieder im Körper, das war Horror. Mir tat alles so weh. Also mein Körper schmerzte dermaßen, es war unglaublich. Ich fühlte nur Schmerz und dann eine tiefe, tiefe Traurigkeit, dass ich nicht dort bleiben konnte, dass ich nicht mit ihnen gehen konnte. Sie waren zu dieser Zeit ja ein sehr junges Kind. Ja. Können Sie sich
an dieses Ereignis noch sehr gut erinnern? Also ich konnte mir als Kind, als mein Vater, als ich wach wieder bei mir war und mein Vater neben mir stand, habe ich mit ihm darüber geredet. Ich habe ihm erzählt, was ich gesehen habe. Und er nahm mich sehr ernst. Er war ein sehr liebevoller Mensch und ihn interessierte das auch sehr. Also er hat auch Psychologie studiert und hat sich viel mit Geistern und Voodoo in Südafrika beschäftigt oder Menschen, die gewisse Phänomene gesehen haben, hat ihnen versucht zu helfen. Also nahm er mich als Michel war ernst, ja. Also meine Mutter ist mich noch also auch besuchen gekommen und die hat Schreikrämpfe gekriegt. Als sie mich sah, erzählte sie mir, dass ich ausgesehen hätte wie eine alte Frau. Also meine ganze Haut, mein Gesichtsausdruck, alles, ich sei wie um Jahre geältet. Sie hat mich fast nicht mehr erkannt und die Ärzte haben gemeint, sie soll ja nicht wiederkommen, weil wenn sie sich so aufführen würde, würde es mir auch Angst machen. Sie soll mir mehr Mut zusprechen. Mhm. Also kam vielmehr mein Vater zu mir auf Besuch und half mir dabei, mich zu verstehen, ja, in meinem Schmerz auch. Ich hatte dann so eine tiefe Sehnsucht in mir, nein, ich möchte nicht hier bleiben. Auch wenn ich euch liebe, ich möchte eigentlich nicht hier sein. Mhm. Ja. Als Sie außerhalb Ihres Körpers waren, haben Sie da noch eine Umgebung wahrgenommen? Nein, ich habe einfach Licht gesehen, das ineinander floss. Also wunderschönes Licht, mhm. Ja. Warmes Licht vor allem, es hat mich nicht geblendet. Mhm. Es war einfach, ja, wirklich wunderschöne Lichter. Mhm. Manchmal sogar fast wie Regenbogenfarben. Was für eine Auswirkung hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr späteres Leben? Ich habe sehr lange gebraucht, mich wieder zu erholen. Und dieser Körperschmerz, den ich hatte, der ging nie wieder weg. Mhm. Ich merkte auch, dass ich nur immer eine gewisse Energie habe, also zur Verfügung habe beim Rennen oder beim Spielen. Ich musste immer wieder mich wieder zurücknehmen und mich wieder beruhigen, also ja, auf meinen Körper schauen, weil er so anfing zu schmerzen. Mhm. Was für mich noch wichtig ist, diese Lichtwesen, die haben mir versprochen, dass wenn ich wieder in meinen Körper zurückgehe, dass sie mich begleiten werden. Und dieses Versprechen haben sie gehalten. Also ich habe sie immer gespürt. Ich hatte immer das Gefühl, sie sind bei mir und sie helfen mir. Ich hatte dann auch Träume, die passierten. Und wir sind dann mit 8 Jahren sind wir in die Schweiz geflogen mit der Lufthansa. Dieses Flugzeug ist beim Flug, fing der Flügel an zu brennen. Und wir mussten in einem Kriegsgebiet landen. Dort hat man uns mit Gewehren wirklich gefangen genommen. Ja? Alle Passagiere wurden mit Gewehren hin und her geschubst und wir wurden in ein altes Gebäude eingesperrt. Und mein Vater und meine Mutter machten sich sehr große Sorgen. Und ich weiß, dass ich als Kind immer vor ihnen stand und gesagt habe, meine Wesen haben mir gesagt, dass uns nichts passieren wird. Wir werden in 3 Tagen wieder in unser Flugzeug steigen und wir werden in die Schweiz fliegen. Mhm. Und genau so war es. Als Sie älter wurden, haben Sie diese Wesen weiterhin gespürt? Also ich habe diese Wesen sehr viel gespürt, aber ich hatte natürlich auch mal, ich musste mal die Mandeln rausnehmen oder ich hatte mal einen Bänderriss. Und bei allen Narkosen, die ich mal in meinem Leben gemacht habe, haben die also die Leute, die mich narkotisiert haben, standen am anderen Morgen an meinem Bett und haben immer zu mir gesagt, was ist denn mit ihnen los? Sie haben während der Narkose immer gesagt, ach schön sterben, ach schön, jetzt sehe ich euch wieder. Was ich da eigentlich erzähle? Und also sie hätten Angst gehabt, mich zu verlieren. Ich sei wirklich wie in eine andere Welt gerutscht. Und sie hätten richtig Mühe gehabt, mich auch wieder zurückzuholen. Mhm. Und immer wenn ich dann wieder zu mir kam, wurde mir bewusst, dass meine Geschichte nicht einfach nur erfunden ist und nicht einfach nur eine kindliche Spinnerei, mhm. sondern dass das meine Geschichte ist und dass sie wirklich wahr ist. Ja.
Sie haben in späteren Jahren eine Ausbildung als Medium gemacht. Wie können Sie diese Geistwesen heute wahrnehmen? Also ich habe natürlich durch das, dass ich viele Träume hatte und viele Sachen erlebt habe, wusste ich aber nicht, wie ich mit dem umgehen sollte. Und ich habe auch mit meinem Vater darüber geredet und er meinte ja, vielleicht müsste ich mal eine Schulung machen. Und er starb aber leider. Aber ich habe auch ihn immer gespürt. Also als wir am Grab standen, habe ich zu meiner Mutter gesagt, du musst nicht traurig sein, er ist nicht im Grab, er steht bei uns. Und wenn wir jetzt nach Hause fahren, kommt er wieder mit uns mit. Er bleibt doch nicht in diesem Loch liegen, ja? Ja. Und als er starb, habe ich dann mal im Internet, mein Sohn, ich habe ihn gefragt, ob er mal nachschauen kann, ob es Schulungen gibt auf diesem Gebiet. Und er fand dann einen Bericht über Psi Basel. Und ich habe dann meine Mutter telefoniert und zu ihr gesagt, Mama, ich kenne diesen Satz, Psi Basel. Und dann hat sie gesagt, ja, dein Vater war einer, der das mitgegründet hat. Schau doch mal nach. Er ist aber sehr früh ausgestiegen. Aus was für Gründen, weiß ich nicht mehr. Ich habe dann diesen Matthias und Eva Güldenstein angeschrieben und gefragt, was sie so machen. Und sie haben mir gesagt, dass sie so eine Schulung machen, sensitiv, medial. Und ich dachte, das muss ich machen. Das ist meine Chance. Und da ich das Geld nicht hatte, hat meine Mutter gesagt, Misch, das zahle ich dir. Und ich machte diese Schulung. Das war für mich eine Welt, Menschen anzutreffen, wo man sagen kann, was man fühlt und was man denkt und was man sieht. Und keiner sagt, oh, was erzählst du da? Sondern sie hatten die gleichen Erfahrungen und jeder nahm einen auch ernst. Es wurde nie in Frage gestellt, ob das jetzt nur eine Spinnerei ist oder ob es die Wahrheit ist. Und diese Schulung habe ich gemacht und dabei habe ich erkannt, was meine Fähigkeiten sind und wie ich mich auch selber schützen kann, energetisch, nicht vor. Ich habe keine Angst vor der geistigen Welt, aber einfach mich energetisch schützen kann. Und diese Schulung hat mir sehr viel gebracht, ja. Mhm. Ich wusste auch nicht, dass ich mit den Toten Kontakt aufnehmen kann. Und dort habe ich es gelernt und es ist eine wunderschöne Erfahrung. Also Sie sehen Geistwesen? Ich sehe sie nicht bildlich, wie ich sie sehe. Ich bekomme Eingebungen von Bildern, wie sie ausgesehen haben oder was sie erlebt haben. Und ich bekomme die Gefühle. Und ich höre sie, aber in meiner Sprache. Also sie reden mit mir, durch mich, in meiner Sprache. Ja. Meistens bekomme ich auch Symbole rein, die ich dann analysieren muss, um sie zu verstehen. Und manchmal muss ich dann nachfragen, können Sie mit dem etwas anfangen oder sagt Ihnen das etwas? Ja. Ich bin sehr kritisch, was das anbelangt. Ich denke immer, das kann es doch nicht sein. Und trotzdem spüre ich es und trotzdem sehe ich es. Und es ist jetzt einfach an der Zeit, dass ich zu mir stehe und dass ich nicht immer daran zweifle, weil eigentlich bin ich ein sehr kritischer Mensch, was Spiritualität anbelangt. Frau Fischer, wenn Sie mit den Geistwesen Kontakt haben, was haben Sie für einen Eindruck, wie es Ihnen diesen Geistwesen geht? Ich kann nur von mir sprechen und ich habe noch nie einen Geistkontakt gemacht, wo ich je einen Geist erlebt habe, der dort drüben traurig ist. Sie leiden meistens, weil wir so traurig sind, dass sie gegangen sind. Aber sie selber sind eigentlich im Paradies. Es geht ihnen gut, sie haben keine Schmerzen. Sie können ihre Verwandten, Bekannten können sie begleiten und das Leben mit ihnen weiterführen. Und ich weiß auch aus meiner Erfahrung heraus, dass wenn Menschen am Sterben sind, dass sie von ihren Liebsten abgeholt werden, auch von ihren Tieren. Und das freut mich sehr. Frau Fischer, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.